Ein wichtiger Aspekt, warum wir in diesen Demonstrator investiert haben, ist natürlich auch, um dem Kunden zu zeigen, dass diese Anlagen im Betrieb stabil sind. Wir waren schon immer nah am Kunden dran, nur jetzt werden wir dem Kunden sozusagen einen One-Stop-Shop geben. Das heißt, er muss nur uns fragen, wenn er ein Problem hat und nicht fünf andere. Neue Produkte mit hinzufügen, wie wir es jetzt mit dem Batteriecontainer zum Beispiel getan haben. Wir haben also einen Batteriecontainer konstruiert und dann in Rustorf gebaut innerhalb unter einem Jahr. War eine sehr reife Leistung. Kann hier alles dranhängen. Also der, wo der Strom herkommt, ist diesen Batterien eigentlich mal egal. Ne? Also Windpark, Solarpark, Gas, wo auch immer, kann ich hier alles zwischenspeichern und regeln. Als Basis für den Batteriecontainer sehen wir diesen 40 Fuß Standard iCube-Container. Der wird nach unseren Vorgaben gefertigt. Und das ist eine Anpassung, sage ich mal, an die Welt, die sich ja auch weiterentwickelt und verändert. Auf dem Werksgelände wird verbaut Diesel-Gas, die sind schon installiert und wir integrieren jetzt erneuerbare Energien, wie zum Beispiel Photovoltaik plus Batteriecontainer. Viele, die es brauchen, wissen es nicht und da liegt unsere große Aufgabe drin, den Kunden zu zeigen, welche Möglichkeiten sich ihnen eröffnen, wenn sie in Microgrids oder hybride Systeme gehen. Hier wollen wir Technologien entwickeln, ausprobieren, dem Kunden zeigen, zu was wir fähig sind, was wir können. Das ist das Entscheidende, dem Kunden eine Lösung anzubieten, ganz vom Anfang mit dem richtigen Business Case, dem richtigen, auf ihn zugeschnittenen Anlage, aber auch die im Service so zu betreiben, dass sie verfügbar ist. Das heißt für den Showcase, dass wir hier sehr viele Varianten abdecken müssen. Wir können hier unser Gasaggregat, Dieselaggregat, Speicher, PV kombinieren, wie es benötigt wird. Ich denke, es ist je nach Anwendungsfall unterschiedlich. In Deutschland, in Europa würden das sicherlich Industriebetriebe sein. Oder ein Kunde auf einer Insel, der seine Energie zu 100% mit Dieselgeneratoren erzeugt und einfach durch die Installation von Photovoltaik und einem Batteriecontainer seinen Kraftstoffverbrauch um 50% reduzieren kann. Wenn ich die Energiespitzen glätten kann, weil ich vorher erzeugte Energie selber speichern kann, dann kann ich die wegfahren und habe hier einen niedrigeren Strompreis. Und der nächste Schritt ist dann eben über Microgrids weiterhin den Einsatz von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und damit CO2-Emissionen zu vermindern und auch für uns, um die Produkte weiterzuentwickeln.